Guten Abend und willkommen hier im Subway, wo uns heute alle etwas ganz Besonderes erwartet. Es spielt nämlich heute Abend hier im Subway Art Blakey and the Jazz Messengers. Art Blakey, der mittlerweile 65 Jahre alt ist, gehört ganz ohne Zweifel zu den bekanntesten Schlagzeugen, Jazz-Schlagzeugen überhaupt. Über die Jahre haben alle möglichen Jazzmusiker mit ihm zusammen gespielt, von Horace Silver bis Thelonious Monk, von Miles Davis bis Wynton Marsalis. Er hat mit Sicherheit von ihnen gelernt und er hat auch ihnen was beigebracht. Immer wieder hat er seine eigene Gruppe durch neue Leute weitergetrieben und auch heute gehören ganz junge Leute zu den Jazz Messengers. Und das sind Terence Blanchard, Trompete, Jean Toussaint, Tenorsaxophon, Donald Harrison, Altsaxophon, Malgrim Miller, Klavier, Lonnie Plaxico, Bass, und natürlich auch Art Blakey Schlagzeug. Viel Spaß also heute Abend mit Art Blakey and his Jazz Messengers. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
All right, let's hear it for Mulgrew Miller at the piano. Mulgrew Miller. Mulgrew. Lonnie Plaxico at the bass. Lonnie Plaxico. Jean Toussaint at the tenor saxophone. Jean Toussaint. And Donald Harrison at the alto and soprano saxophone. Donald Harrison. And at the trumpet, yours truly, Terrence Blanchard. And last but not least, the Fuhrer. How about it, Mrs. Blakey's one and only Bambino, Arturo Blakey, at the drums. Hot Blakey. Thank you for coming out tonight. I really hope that you enjoyed yourself. But until next time, on behalf of the messengers, Art Blakey and myself, I'd like to say, Donka Shin. Thank you very much. Also ich darf ihn noch mal kurz vorstellen, Art Blakey.
Ja, so viel wie möglich. 465 Tage im Jahr. I shan't ask you what you do when you're not ich frage also lieber nicht, was Sie machen, wenn Sie nicht unterwegs sind, weil Sie immer unterwegs sind, oder? Immer, von Planet zu Planet. Which was the last auf welchem waren Sie zuletzt? Jupiter. Hat jemand ihn vielleicht da gesehen? We've been playing around New York quite a bit. Nein, wir spielen viel in New York, in Clubs wie Sweet Basil's, Macau's und The Village Gate. Unser Unternehmen wird gerade neu organisiert. Reorganizing our organization. It is an organization. The Jazz Messengers war immer ein echtes Unternehmen, und das seit Jahren. Ja, aber wir wollen auch eine Schule aufmachen. Wir arbeiten sehr viel zurzeit. Was für eine Schule? Eine Schlagzeugschule? Ja, eine Musikschule, eine Tanzschule, alles Mögliche. Wir sind an jungen Leuten interessiert. Kann man Jazz Leuten in eine Schule beibringen? Ja, es geht in erster Linie um Jazz, aber Kunst allgemein interessiert uns in Verbindung mit jungen Leuten. It's a young band, the new es sind bei den neuen Jazz Messengers auch junge Leute dabei, nicht? Ja, ich bin das Baby der Band. Ich bin der Jüngste. So where do you find all these wo finden Sie denn all diesen alten Leuten, mit denen Sie spielen? Where do you find all these older people to play with then? Well, they're around. Naja, man trifft sich einfach. Ich arbeite mit jungen Leuten, weil was Fritzchen nicht lernt, lernt Fritz nimmermehr. Bringen diese jungen, alten Typen Ihnen aber immer noch was bei? Klar, ich liebe junge Leute. Sie halten einem auch Trab. Genau wie das Klavier. Vor Jahren haben Sie auch etwas Klavier gespielt, oder? A long, long time ago. No, I used to sit at the piano. Nein, ich saß oft am Klavier und spielte mit ihm, aber nie so richtig auf ihm. Das habe ich nie gepackt. Is that what got you into playing the drums? Fingen Sie deswegen an, Schlagzeug zu spielen? The drums, survival. Das Schlagzeug? Für mich bedeutet das Überleben. Es gibt halt Sachen, die man macht, wenn man was zu essen braucht. Deswegen will ich, dass jüngere Leute eine Chance haben, etwas zu lernen. Die Chance, die ich nie hatte. Ich bin während der großen Wirtschaftskrise geboren, also ich musste spielen. Aber ich spiele lieber Schlagzeug, als in einem Bergwerk zu arbeiten. Und das habe ich schon mal gemacht, also fing ich an zu spielen. What was it like in those early days? Was überhaupt damals? What was it like back in those early days, in the depression years, when you were out playing? Well, the reason I play is because Earl Garner. Also, ich wohnte in Pittsburgh, genau wie Earl Garner, der mir den Anstoß zu spielen gab. Er spielte viel besser als ich. Es gibt Begabung und es gibt Talent. Earl Garner war begabt. Also, ich trennte mich vom Klavier und fing an, Schlagzeug zu spielen. Wenn Earl Garner heute hier wäre, würde er bestimmt sagen, dass Sie auch begabt sind, was das Schlagzeug betrifft. Diese nächste Frage ist vielleicht etwas naiv, aber ich frage es, weil mein Producer, der selber Schlagzeug spielt, sich dafür interessiert. Haben Sie spezielle Trommelstücke? Darauf kommt es nicht an, nur was man damit macht. That was the kind of answer I was hoping you would suggest. Gibt es Leute eigentlich im Publikum, die überhaupt Schlagzeug spielen? Niemanden hier, der Schlagzeug spielt oder gerne Schlagzeug spielen möchte? I was just asking if there's any drummers in the audience, and it seems they're all too shy to own up. Es gibt auch eine Menge zu lernen heute Abend. Art Blakey, thank you very much. I look forward very much to the concert.